Hallo, ich grüße euch zum Teil 11D. War gerade die SD-Karte wieder voll. Wir haben immer nur eine halbe Stunde, dann müssen wir mal umbauen. Ja, 11D heißt, wir setzen erstmal den Teil fort, wo es darum geht: rechtlicher Hintergrund, Sicherheit des Geldsystems im Vergleich zur Legitimation des Staates. Ne, das ist ja das große Thema, was wir jetzt noch abschließen möchten. Und zwar funktioniert es ja so, dass der Bund sich ein Grundgesetz gegeben hat. Also die Grundgesetzmacher wurden von Alliierten ins Schloss eingeladen, dann haben sie zugeschlossen und dann haben die denen ein paar Wochen Zeit gegeben, sich Gedanken zu machen, wie sie das Staatsgebiet neu organisieren. Also mit dem Grundgesetz ist kein neuer Staat gegründet worden. Das hatte auch haben auch die Grundgesetzgeber auch deutlich gesagt, auch von den Medien, es wird mit dem Grundgesetz kein Staat geschaffen, sondern es wird die Ordnung in dem Gebiet neu organisiert. Und zwar nicht im gesamten Gebiet, sondern wieder nur in einem Teil. Weil die Alliierten haben gesagt, okay, wir nehmen das, was wir als Kontrollgebiet in dem betrachten, die Grenzen vom 31.12.1937. Das ist völlig willkürlich und deckt sich auch nicht mit den Völkerrechten, sondern das ist einfach durch die Besatzer so festgelegt worden. So, und dieses Gebiet, wenn dieses hergestellt wird, das hat man als Inkrafttreten des Grundgesetzes genommen. Da kann man sich überlegen, wann waren denn die Grenzen vom 31.12.1937 jemals geschlossen gewesen? Na nie. Das heißt, dem Grundgesetz fehlt also nicht nur der Geltungsbereich, weil der Artikel 23 ist am 17.07.1990 mit Wirkung vom 18.07.0 Uhr gelöscht worden. Das heißt, das Grundgesetz ist in dem Sinne kein Gesetz, was der Gesetzgeber vorgegeben ist, sondern der Bund hat das als Bundesverfassung auf den Weg gebracht. Das heißt, ein Verein kann ja eine beliebige Ordnung oder Vereinbarung treffen. Er muss nur dafür sorgen, dass alle, die zu dem Verein gehören sollen, Mitglieder sind. So. Und man hat das Folgendes gemacht: Man hat den Leuten also erzählt, ihr braucht einen Personalausweis, damit ihr alle Teil der Bundesrepublik seid. Der hat den Leuten aber nicht erzählt, was die Bundesrepublik ist, dass es ein privatrechtlicher Verein ist. Und dadurch, dass die Leute gedacht haben, sie müssen einen Personalausweis haben, haben die natürlich alle ihn beantragt, weil dann stehen die ja plötzlich ohne Pass da und Chaos und die haben das Gesetz eigentlich gar nicht gelesen. Denn im Gesetz steht drin, dass wenn man einen Reisepass hat oder einen normalen Pass, wie einem früher hier der Grüne von der Bundesrepublik, dann hätte man keinen Personalausweis gebraucht, weil es hätte da eine Meldebescheinigung gereicht. Aber dadurch, dass sie alle der Regierung auf den Leim gegangen sind und haben eben den Personalausweis beantragt, sind sie im Prinzip in den Verein eingetreten, wo der Bund das Grundgesetz als Bundesverfassung genommen hat. Also sowas wie ein Vereinsstatut. So, nun ist es ja doch so, dass Vereine in einem Land existieren. Ne? Das ist klar. Gartenverein, Fußballverein, Sportverein, was gibt es noch? Denke ich was aus. So, und wenn man in dem Verein Mitglied ist, dann ist man eben dieser Satzung unterworfen. Und der Vereinsvorsitzende legt einem fest, was in dem Verein gilt. So, der Vereinsvorsitzende der Bundesrepublik ist also der Bundespräsident und die Bundeskanzlerin. So, die Bundeskanzlerin gibt so die Leitlinien der Bundespolitik raus und der Bundespräsident ist im Volksmund sagt man Grüß August. Ja? So, und die beiden müssen die Gesetze unterschreiben. Da fragt man sich, wenn die Bundesregierung nach Berlin umgezogen ist, warum fertigen sie denn kein Gesetz in Berlin aus? Das ist ganz einfach, sie dürfen es nicht. Ja? Der Sitz der Bundesrepublik ist einmal Bonn, wenn es darum geht, Gesetze auszufertigen, aber rein rechtlich sind sie in Washington angemeldet, und zwar als US-Bundesstaat Germany. Das ist das, was in letzter Zeit rausgekommen ist. Jetzt wäre noch eine Frage, ob es eine offizielle Bestätigung dafür gibt. Also wenn man ein Land unter die Fuchtel eines anderen bringt, ist das ein Hochverrat. Ne? So. Die Bundeskanzlerin hat sich zu der neueren Erkenntnis noch nicht geäußert, aber es sind zwei Dinge durchgesickert. Man hat herausgefunden, dass Geheimverhandlungen laufen, dass man den Leuten Zwangshypotheken auf ihre Häuser aufs Auge drücken will, und zwar nur deswegen, weil sie einen Personalausweis noch haben. So. Nun reicht es natürlich nicht, wenn sie sagen, der ist verlustig geworden oder der Hund hat ihn gefressen oder der ist mir aus Versehen in ein Loch geraten, sondern man muss den Personalausweis aus dem System austragen lassen. Und zwar alle, auch die Alten, die noch irgendwie auf der Wildbahn sind. Und dazu geht man halt aufs Amt, schreibt eine ordentliche Kündigung, genau wie in einer anderen Firma, kann man kündigen, denn Sklavenhalterrecht gilt nicht, weil Teutoburger Wald wurde das Sklavenhalterrecht besiegt. Das gilt für alle Zeiten. Und so im gesamten Gebiet. Nicht nur das, was die Grenzen 1914 sind, sondern alles, was damals
wo das Römische Reich zerschlagen wurde. Das habe ich schon mal erklärt, in einem anderen Teil mache ich das nicht nochmal. So, da fällt auf jeden Fall die Grenze 1914 komplett rein. So, das heißt, das Sklavenhalterrecht, was man hier erzählt, ja mit diesem, wie ist es hier, Strohmann-Konto und so, es hat für uns nur am Rande Bedeutung. Und zwar nur für die Außenhandelsabrechnung. Weil manche Länder leben ja noch unter diesem Sklavenrecht, also die USA zum Beispiel und England. Ne? Aber in Deutschland hat es absolut keine Bedeutung. Und im Vatikan, ne? Im Vatikan gilt es auch noch, aber der Vatikan hat ja nichts zu melden. Die Kulturrevolution von Bismarck hat auch das beseitigt. Und man muss auch mal wissen, welcher Rechtsstand gilt denn für Deutschland? Das ist ganz einfach. Das ist der Rechtsstand, habe ich im letzten Teil auch schon erklärt, als der Kaiser genötigt wurde, dass man ihn ans Leder wollte, also umbringen wollte, und er das Land verlassen hat. So, er ist also dann, das ist noch weiß, ins Ausland geflüchtet. Ja. Und dann sind natürlich die Schergen der Weimarer Republik dem hinterhergefahren und haben den aufgelauert und gesagt, also wenn du die Abdankungsrunde noch schreibst, das war mal erklärt, ja, dann schießen wir dich um wie den russischen Zar. So. So. Und damit endet natürlich mit dem Grenzübertritt die staatliche Gesetzgebung. Ne? Weil der Verweser hat sich geweigert, unter solchen Umständen irgendwas zu unterschreiben. Und hat auch den Versailler Vertrag nicht unterschrieben, hat keine GEZ unterschrieben, Schengen-Abkommen, Euro-Einführung, alles nicht passiert. Auch keine Gesetzesänderung. Den Verweser hat man, weil er sich geweigert hat, einfach umgebracht. Und dann hat Max von Baden, der zu dem eigentlichen Verschwörerteam der Weimarer Blick gehört hat, gesagt, ja, dann mach du doch einfach Verweser. So. Aber der ist nicht durch eine Verweserwahl an die Macht gekommen, weil im Volk hatte er gar keinen Rückenhalt. Weil er im Verdacht stand, dass er die Sache eingefädelt hat. Obwohl andere wieder sagen, er hätte den Kaiser gewarnt, dass sie ihn ans Leder wollen. So. Das können wir nicht klären, weil wir können ihn jetzt nicht fragen. Wir können nur die Hoffnung haben, dass das, was in der Bibel steht, eines Tages eintritt und dass wir ihn wieder fragen können. Ja, oder auf seiner Wolke sitzt. Keine Ahnung. Das ist eine Glaubensaussage. Ne? Da können wir uns als Wissenschaftler oder als Bürgerrechtler nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das müssen wir einfach auf uns zukommen lassen. Da können wir Vorsorge dafür treffen, dass es uns nicht kalt erwischt. Eine Möglichkeit ist eine Taufe, ist schon erklärt. Aber eine richtige, keine von der katholischen oder evangelischen Kirche. Eine richtige Taufe. So, kann man ja machen, wer das will. Ne? Gut, sollte ja jedem ermöglicht werden. Gut, ist eine andere Geschichte, interessiert uns jetzt erstmal nicht. Entscheidend ist, welche rechtliche Stellung hat der Bürgermeister? Tja, das muss man sagen. Die Rechte und Pflichten des Bürgermeisters haben sich seit der Entmachtung des Kaisers nicht geändert, weil er ist genau in dem Moment Notstandsleiter geworden. Ob ihm das bewusst war oder nicht, spielt keine Rolle. Ob er nochmal gewählt wurde, spielt auch keine Rolle. Er muss auch nicht mal gewählt sein. Der Bürgermeister muss einfach nur den Rückenhalt seiner, ja, ich sag mal, Bewohner seines Gemeindegebietes haben. Also das heißt, eine Mehrheit vertreten. Das heißt, wenn er in der Bürgermeisterwahl eine absolute Mehrheit errungen hat und, ganz wichtig, sich an die Rechte und Pflichten des Kaiserreichs hält, wäre er rechtmäßiger Verweser. Also durfte er kein Bundesgesetz ausführen, sondern durfte nur kaiserliches Notstandsrecht machen. Ich kenne keinen Bürgermeister, der das gemacht hat. Also kann man auch mal davon ausgehen, dass die Bürgermeister, die jetzt im Amt sind, keine rechtmäßigen Notstandsleiter sind, sondern Feinstaatenvertreter. Ne? So, es ist natürlich die Sache, dass man sagen kann, der Feinstaatenvertreter hat sich trotzdem in gewisser Weise an die Gesetze gehalten. Aber die meisten Bürgermeister unterschreiben zum Beispiel ihre Bescheide nicht. Oder die unterschreiben nur im Auftrag oder gezeichnet oder wie auch immer. So, und das sind aber alles keine rechtmäßigen Vorgänge, weil die Leute, also die Bewohner des Bundesgebietes, haben das Recht auf eine Rechtssicherheit. Ne? Das ist derjenige, der einen Bescheid erlässt, der dann Folgen hat, weil man wird ja dann mit Polizei und Gerichtsvollzieher und irgendwelchen Beamten, die denken, dass sie Beamten sind, belästigt und unter Druck gesetzt und möglicherweise was weggenommen, was geplündert, was auch immer. Also durch den nicht rechtswirksamen und nicht rechtsmäßigen Vorgang werden dadurch Wirkungen in Gang gesetzt. Also man nennt das auch Willkür. Ne? Also die Bundesrepublik agiert ja nicht auf Grundlage gültiger Gesetze, weil da müsste sie sich ans Kaiserreich halten, sondern sie hat sich eigene Regeln geschaffen, die sagen, na, du musst dich ja nicht dran halten, weil die Parteien können ja für ihre Verfehlungen
belangt werden. Ne? Im Parteigesetz steht zum Beispiel drin, dass die Politiker für ihre Untaten und auch für ihre ganzen Verrätereien, wo sie als Volk hintergangen haben, regelrecht belogen haben, brauchen wir jetzt Autobahnmaut oder Pkw-Maut mal noch gar nicht hernehmen. Es gibt so viele Dinge, wo regelrecht Volksverrat begangen, also wurde vor der Wahl, was anders gesagt wurde, als nach der Wahl gemacht wurde. Und Frau Merkel hat sie auch nochmal bestätigt, dass es so gemacht wird. Ja, da müssen sie natürlich vor Verantwortung gezogen werden. Ne? Ist klar. Ja, und wenn die in ihrem Parteigesetz reinschreiben, dass es nicht so ist, dann ist es auch nur ein Trick, dass die Leute, die Politiker auch selber getäuscht werden durchs System. Ne? Also, dass sie nicht merken, dass sie in der Haftung stehen. Ja, es ändert am Ende nichts. Wenn das System umfällt, wenn der Euro umfällt, wird nach dem kaiserlichen Recht gerichtet, was an dem Tag der gewaltsamen Entmachtung des Kaisers gegolten hat. Und genau von diesem Tag wird das Protokoll des Reichstags fortgeschrieben. Tja, und da muss man sich überlegen, kann denn eine Gemeindegründung mit einem gelben Schein funktionieren? Kann sie nicht. Warum nicht? Na, weil der gelbe Schein ein Konstrukt der Weimarer Republik ist, also feinstaatlich. Ja, eine Gemeindereaktivierung kann nur über eine Verweserwahl passieren. Weimar darf ja Verweser nachwählen. Aber die können natürlich entweder nur für ihr Gebiet sein, also sagen wir mal eine Gemeinde oder ein Landkreis, aber da müssen eben alle, die dort in dem Landkreis nach Rustag Wahlberecht, also nach kaiserlichen Wahlrecht wahlberechtigt sind, also müssen dann mal Staatsangehörige sein und zusätzlich noch das Wahlrecht haben. Wahlrecht haben alle, die die Staatsangehörigkeit haben vom Kaiser, also nach Rustag, und gleichzeitig männlich 26 Jahre, weil die Frauen hatten da zum Kaiserszeiten noch kein Wahlrecht. Man kann da das gut finden oder auch nicht. Wenn man sich nicht an das kaiserliche Wahlrecht hält, käme eine Wahlanfechtung. Also hat man auch nichts gewonnen, hat man wieder 100 Jahre Willkür. Und es ist eben die Frage, ob sich die Frauen da mal zurücknehmen und sagen, na, dann lass mal die Männer das machen und lass mal einen finden, der erstmal eine Änderungsgesetzgebung zur Verfassung schafft, dem sie alle vertrauen und der, sagen wir mal, kein schlimmer Finger ist, der die Sache noch viel schlimmer macht, sondern der eben das Volk rausholen will aus diesem Dreck der Weimarer Republik und erstmal eine Grundordnung schaffen. So, und da müssen wir es eben wählen. Ja? So, je nachdem, wie groß das Gebiet ist, muss der Verweser eben dann die Zollfragen klären, die Handelsgrenzen klären. Er muss sich eventuell mit anderen Gebietsverwaltern abstimmen. Na, kann er ja alles machen. Und dann müsste man eben aus den großen Verwesern entweder wieder einen Bund, einen kaiserlichen Bund stricken, dass die ganzen Verweser dann das Gesamtgebiet erstmal wie einen Verweserbund machen. Ne? Und dann müsste erstmal eine Gesetzgebung zur Verfassung gemacht werden und die müsste dem Volk in direkter Wahl vorgelegt werden. Und da müssten reichlich 50% erstmal dafür sein. Mitten in einer Euro-Krise ist natürlich so eine Mehrheitsentscheidung leicht zu bekommen. Ne? Ist klar. So, und nun versucht die Bundesrepublik, uns den gelben Schein aufs Auge zu drücken, indem sie das 100 Jahre Unrecht und die Veruntreuung der Haushaltsmittel, also dass sie mehr ausgegeben haben, als sie eigentlich nach HLKU ausgeben durften, zu legalisieren. So, deswegen ist es brandgefährlich, wenn man solchen Fliegenfängervereinen wie Staatenlos Info hinterherläuft und die gelben Scheine ausfüllt, weil wenn die Hälfte der Leute in der Bundesrepublik diesen gelben Schein macht, würde die Weimarer Republik legalisiert werden. Da würden also die ganzen Staatsschulden für diejenigen Leute, die auf die Täuschung reingefallen sind, eben wirksam werden. So, also jeder hat ja im Prinzip auf den aufgelaufenen Steuern, die ja nie an den Staat ausgezahlt worden sind, sondern die eben in der Bank für internationalen Zahlungsverkehr hängen geblieben sind und auch nicht ausgezahlt werden dürfen, und die stehen nur noch auf dem Konto, weil sie ja nicht ausgeschüttet werden, und nur der Staat darf sie ausgeben. Und dem stehen dann die 30.000 Euro Bundesschulden für diejenigen Leute entgegen, die einen Personalausweis haben. Also die hätten sozusagen 20.000 Euro plus. Und alle anderen hätten so reichlich 50.000. Obwohl diese Zahl auch nicht stimmt. Weil man muss ja überlegen, es werden alle Steuern herangezogen vom Beginn der Weimarer Republik bis heute. Also eigentlich vom Geburtsdatum an. Ne? Weil jeder hat ja nur irgendwann mal Steuern produziert. So, wenn es Windeln waren, ne? Da ging das ja los. So, das gibt dann irgendeine große Steuersumme, die kann man ausmitteln auf pro Kopf der Bevölkerung und die läuft da hoch. So, nun ist es so, dass die Bundesrepublik auf dem Konto einen riesen Überschuss hat und keine Mittelverwendung macht. Die müsste im Prinzip, wenn dieses Konto weiter steigt,
hier die Steuern senken. Das würde natürlich dazu führen, dass noch mehr Ausländer Asylanten reinkommen. So, das macht man also nicht. Man hält das Geld also zurück. So, und jetzt versucht man künstliche Kosten aufzubauen, damit diese Schere, die da entsteht, nicht so groß wird. Und das ist aber Unrecht, weil wenn jemand keinen Asylanspruch hat, dann hat er den nicht. Und nach Rüsttag sind die Kriterien noch viel, viel strenger als das Grundgesetz. Ja? Und man kann es nicht verstehen, dass die Kanzlerin sagt, es gibt keine Obergrenze fürs Asylrecht. Hier darf überhaupt keiner rein. Wir sind nach wie vor eine Besatzungszone und es gilt das Landesrecht. Und wenn das Landesrecht sagt, nee, wir müssen die kaiserlichen Notstandsrechtsrichtlinien umsetzen, dann darf hier überhaupt keine Asyl beantragen, solange wie der Krieg läuft. Ja? Weil wir sind, wenn man so will, nicht kriegsbeteiligt, also diejenigen, die Bundesstaatenangehörigkeit haben und nach 1945 geboren sind, die sind nicht kriegsbeteiligt, sie sind nur Betroffene. Ja? Also ich bin 64 geboren, bin also nur Betroffener. Und ich habe aufgrund dessen, dass ich in zweifacher Hinsicht das Rüsttag erfülle, bin ich Bundesstaatenangehörig, obwohl die Gemeinde mir die Bundesstaatenangehörigkeit nur indirekt bestätigt hat. Indirekt deswegen, weil ich mit der Wahlbenachrichtigung um die Ecke gekommen bin, beziehungsweise auch mit Wahlerfordernissen. Man muss die Gemeinde, weil Wahlen immer im öffentlichen Interesse ist, diese feststellen. So, die dürfen aber so nur im Rahmen der gültigen Gesetzgebung machen. Nun versuchen sie zwar die deutsche Staatsangehörigkeit dahin zu schreiben, aber sie weisen ja nicht an, auf welcher Rechtsgrundlage. Das habe ich auch in dem gelben Schein schon mal gesagt, wer es richtig verstanden hat. Die Staatsangehörigkeit ist nur dann bestätigt, wenn die Rechtsgrundlage da steht. Würde jetzt die Bundesrepublik schreiben, dieser ist deutscher Staatsangehöriger nach dem Gesetz vom 5.2.1934, würde sofort jeder reisen, dass das Gesetz ungültig ist. Also schreibt man es nicht hin. Und wenn es nicht da steht, gilt die letzte gültige Gesetzgebung. Das muss man wissen. Die letzte gültige Gesetzgebung ist genau das Rüsttag. Wenn die Gemeinde also eine Staatsangehörigkeitsurkunde ausstellt, wo nicht draufsteht, welche Rechtsgrundlage gilt, dann gilt das Rüsttag. So, und genau das habe ich erreicht. Und wenn sie was anderes machen, machen sie es strafbar, weil die Gemeinde steht im Nutzungsrecht des Kaisers. Nur der Bund steht ja, in seiner Bundesgesetzgebung, da könnte er ja sagen, wir sind ein heimlicher Hitler-Fanclub und wir machen die Staatsangehörigkeit vom Hitler, vom 5.2.1934. Und wenn es Kinder merkt und Kinder reißt, dass eine Staatsangehörigkeit vom Bund nicht geben kann, weil der Bund keine staatliche Struktur ist und nicht mal eine notstandsrechtliche Struktur ist, weil ein Feindstaat kann ja mal kein Notstandsrecht des Kaisers sein, weil Notstandsrecht heißt ja, dass der Verfassungsnotstand geheilt wird. Aber wenn der Feindstaat ist, ja gerade die Ursache des Verfassungsnotstandes. Also das funktioniert aus mehreren Gründen nicht. Eine Gemeinde ist aber immer ein Notstandsleiter, weil sie eben die regionalen Bedürfnisse der Leute anpasst, indem die öffentliche Ordnung und Sicherheit hergestellt ist. Die Gemeinde steht im Notstandsrecht, der Bund steht in der AGB des Grundgesetzes. Und das passt nicht zusammen. So, und genau bei den Wahlen kollidiert das. Und da wird eben die Staatsangehörigkeit, die Gemeinde notstandsrechtlich vergeben darf, nur für den Wahltag genehmigt. Und genau an dem Tag kann man sich keinen Pass ausstellen lassen. Wenn man aber eine Wahlbenachrichtigung hat, kann man ja diese Staatsangehörigkeit, aufgrund dessen, dass man die Wahlbenachrichtigung bekommen hat, sich hinterher bestätigen lassen. Oder vorneweg, wenn man zum Beispiel Kandidat werden will. Und das war ja der Grund zu sagen, warum machen wir denn keine Partei? Aber eben nur eine Partei. Ich verstehe nicht, warum jetzt 10 oder 15 Parteien entstanden sind, die eigentlich alle nur die Heimat zurückhaben wollen. Warum machen sie denn eine Partei, eine große und sagen, wir schaffen damit die 5%-Hürde und wollen, dass unsere Rechte, die wir nun mal haben, also ein Bundesstaatenrecht und auch teilweise sind es ja auch Grundrechte, die im Grundgesetz verankert sind, die also der Bund freiwillig einhalten muss, weil für uns gelten sie ja nicht. Wir haben zwar die Richter, die nach dem Grundgesetz vereidigt sind und sich ans Grundgesetz halten müssen, was sie ja auch nicht machen, aber zumindest sind sie darauf vereidigt. Die müssten uns ja die Rechtssicherheit gewähren, die Meinungsfreiheit gewähren, die Pfändungsfreiheit gewähren, weil Bundesstaatenangehörigen darf überhaupt nichts gepfändet werden. Dürfen auch keine Beschlüsse machen, weil die Gesetzgebung des Kaisers kann immer nur Beamter des Kaisers vollziehen. Und wenn sie keine Beamte des Kaisers sind, dürfen sie es nicht machen, weil sie sind dann nur Firmen oder Vereine und die können keine Rechtsvertretung eines staatlichen Beamten machen. Wenn sie es trotzdem machen, machen sie strafbar, treten in eine Privathaftung ein. So, und wenn unser Richter erzählt, wir sind nur souverän, dann müsst ihr einmal die Haushaltsaufstellung des Bundestages herziehen und da seht ihr ungefähr so auf 1000,
auf der tausendsten Seite des Blattes die Besatzungskosten. Und das druckt ihr euch aus, gibt es dem Richter hin und sagt, na, erklären Sie das mal, wie hier Besatzungskosten in einem souveränen Staat entstehen könnten. Da wird er ihnen sagen, da haben sie es wohl rausgefunden. Ja, so, lügen darf er ja nicht. Wenn er noch lügt, macht er sich dann noch mehr strafbar. Ja, gut. Momentan ist Schweigen im Walde. Wir haben ja momentan eine Verfassungsklage laufen wegen der Staatsangehörigkeit. Wir sind ja mal gespannt, was rauskommt. In Sachsen haben wir eine Wahlanfechtung gemacht zur Landtagswahl. Die ist im Landtag eingegangen, die ist auch bestätigt worden, aber es ist seltsamerweise Schweigen im Walde. Da natürlich sitzt das Ding so lange aus, bis seine Amtszeit rum ist. Das macht er sich strafbar, das ist klar. Weil alles, was er jetzt entscheidet, wenn er mit Haushaltsmittel bewilligt, das ist alles Steuerhinterziehung. Ja, weil er muss erst einen Beschluss haben. Er könnte auch nicht nach seiner vorhergehenden Legislaturperiode im Amt sein, weil seine Staatsangehörigkeit auch in der vorhergehenden Legislaturperiode auch nicht gültig war. Weil wir haben halt nun mal die Sollbruchstelle der Bundesrepublik gefunden. Und es ist auch schon von mehreren Leuten bestätigt worden, dass wir sie gefunden haben. Das ist nämlich die Staatsangehörigkeit, die vorne nicht hinhält. So, und ja, bleibt wird jetzt Problem des Staatsangehörigkeitsgesetzes, weil Ausfertigungsdatum und gesetzlicher Gesetzgeber passt alles spätestens zusammen. Gesetzlicher Gesetzgeber ist der Kaiser bis zum Tag seiner gewaltsamen Entmachtung. Und das Ausfertigungsdatum vom Bundestag bestimmt den Gesetzestext. So, der ist zur Wahl nicht verwendet worden, außerdem stimmt die Anzahl der Wahlberechtigten nicht, weil auch wenn es Bundesländer gibt und Sachsen und was es da alles gibt, Freistaat Bayern und so weiter, können sie ja alles machen, sind ja alles Verwaltungskonstrukte, aber sie müssen, wenn sie wählen, die Anzahl der Wahlberechtigten im Bundesstaat bestimmen. Dann können sie ja gerne eine Wahl organisieren, aber dann müssen sie auch nach der kaiserlichen Wahlordnung wählen und nicht nach der bundesdeutschen. Ansonsten haben sie wieder nur einen Verein gemacht, also ein Hornberger Schießen. So, und da ist keine Staatslegitimation möglich, weil die Staatslegitimation wird nur durch ein staatliches Wahlverfahren übergeben. Und sonst ist es nur Betrug. Das ist das, was hier los ist in dem Land. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil die Bundesrepublik macht natürlich jetzt nach außen irgendwelche Kreditzusagen. Und ja, unser Steueraufkommen, das bürgt für die Kredite, die wir da in Größenordnung bei der EZB angefordert sind. Die EZB ist ja im Prinzip auch nur eine private Vereinigung. Und dort haben sie ja festgelegt, dass das oberste Gremium der EZB von nichts haftet und nicht belangt werden kann, nicht mal die Büros durchsuchen, die können kriminell sein ohne Ende, sie werden nach den internen Regeln nicht bestraft. Die haben bloß bei der ganzen Sache der Gründung der EZB und der EU einen riesen Fehler gemacht, denn die haben nämlich nicht beachtet, dass der Kaiser die Niederlande besetzt hat und noch besetzt hält. Und solange wie der Erste Weltkrieg nicht beendet ist, steht auch Brüssel noch unter Besatzung. Deswegen haben die auch noch ein Grundgesetz, das aus dem Ersten Weltkrieg stammt. Und ja, und dann wird es natürlich spannend, ob das Bestand hat oder nicht. Jo, das wird lustig. Ja, wichtig wäre, der Krieg ist gewonnen, wenn der letzte Besatzungssoldat das Land verlassen hat. Dann kann man sich überlegen, wenn das passiert. Entweder Russland wird angegriffen, dann gehen sie ja rein und räumen die Grenzen bis 1914 leer. Oder die Besatzer gehen freiwillig, weil sie in ihrem eigenen Land anfängt zu kriseln. Das ist auch möglich. Dann haben wir eine Dollarkrise. Weil die Dollarwährung und die Eurowährung ist ja eine Suppe. Ne? Also die D-Mark wurde ja zum festen Umtauschkurs in Euro umgerechnet. Also im Prinzip ist es nur Euro mit einer anderen Zahl D-Mark mit einer anderen Zahl dran, aber unter neuen Bedingungen. Weil die D-Mark dadurch unter den 3% Inflationsgrenze gelegen hat, also wo man im Prinzip die Geldmenge nicht weiter ausgedehnt hat, als das Bruttoinlandsprodukt stieg, während beim Euro es anscheinend überhaupt keine Grenzen gibt. Ne? Es wird nur durch das Gewissen der EZB beschränkt und da gibt es kein Gewissen. Also ist es unbeschränkt. Das ist das, was hier passiert. So, und nun hat man natürlich Haufen Schulden angehäuft und jetzt versucht man natürlich auf die sogenannten Länder durchzugreifen. So. Man kann natürlich nur auf die durchgreifen, die Personalausweis haben, weil alle anderen sind ja Staatsangehörige, die gehören nicht zur EU. Ja, die EU ist rein privatrechtlich und die existieren in dem Land, nicht als Land. Ja, also wie eine Firma, wie wenn man eine Krankenversicherung abschließt, muss man sich an die Gesetze der Krankenkasse halten. Wenn man sagt, dass man Personal ist, muss man sich an die Gesetze des Personals halten. Und wenn der Chef
dieses Personal sagt, wir gehören zur EU, dann hängt sie in der Sache mit drin. So, und derjenige, der keinen Personalausweis hat, ist aus der Sache erstmal raus. So läuft's. So, also müsst ihr euch überlegen, was ihr denn wollt, ob ihr eure Zwangshypothek auf euer Haus und auf euer Auto und so weiter wollt, dann behaltet deinen Personalausweis, ansonsten lest die Sachen oder nach im Internet oder guckt euch die anderen Teile an, die ich schon gemacht habe. Und dann müsst ihr eine Entscheidung treffen. Ich habe meine Entscheidung getroffen, bevor der ESM gekommen ist. Ich habe es genau mit der Begründung begründet, dass man getäuscht worden ist beim Personalausweis und dass die verheimlicht wurde, dass die Bundesrepublik in der DDR am 17.07.1990 aufgelöst wurde. Und das ist Täuschung und Rechtsverkehr. Und da habe ich die Kündigung begründet. Täuschung und Rechtsverkehr und Vortäuschung in das Staatskonstrukt. So. Dann habe ich den Personalausweis abgegeben. Die haben mir einen Stempel drauf gehauen. Und dann war ich raus aus dem Ding. So, jetzt bin ich im Prinzip nur noch verwaltet, aber kein Bundesbürger mehr. Ist doch eine gute Sache. So, und wenn dann hieß, ich soll irgendwelche Schulden der EU übernehmen, der Kaiser ist kein Mitglied der EU. Ich bin Staatsangehöriger. Und der Staat ist definiert über das Rüstung. So, tschüss, macht's gut. So, das ist die Message. Also macht euch Gedanken über eure rechtliche Stellung. Die Sache, die jetzt noch rumgeistert hier, wie Mensch und Souverän, und ich erkläre mich jetzt als von der Familie sowieso, das könnt ihr weglassen, weil zu Kaisers Zeiten, also genau in dem Moment, wo der Kaiser über die Grenze ist, hatten die Namen eine ganz normale Form. So, und wenn man zu diesen voll Souveränen zurück will, dann muss man erstmal in die Gesetzgebung von dem Tag wieder einsteigen, wo der Kaiser raus ist, und da hat das noch nicht gegolten. Und dann muss man ein Gesetz machen, um das Volk vollständig freizusetzen von diesen ganzen Zwängen, die selbstgewählten Souveränen wollen. Aber es geht eben erst durch Beschluss des neu gewählten Reichstags und nicht eher, nicht durch private Selbstermächtigung. Das begreifen die Leute nicht. Es geht nur über eine Verweserwahl. Eine Verweser muss es dann beschließen. Wird er sicherlich auch machen. Wenn sie einen richtigen ausgesucht haben, wird er das machen. Ist auch gute Sache. Aber man muss es eben in der richtigen Reihenfolge und mit auf der richtigen Rechtsgrundlage machen. Und das ist das, wo ich mir immer wieder mundfusselig rede und die Leute das einfach nicht begreifen. Ein Protokoll wird fortgesetzt von der letzten Veranstaltung. Die letzte Veranstaltung war der letzte Reichstagssitzung, wo der Kaiser noch selber mit regiert hat. Und von dem Tag wird das Protokoll des Reichstags fortgeschrieben. Und da steht dann eben drin, wir haben jetzt einen Verweser gewählt. Der Verweser hat das Folgendes festgelegt. Und von der Stelle geht's los. Und wenn der Verweser sagt, die EU, da sind wir nicht beigetreten, alles was die beschlossen hat, fällt hin runter, dann fällt es hin runter. Dann sagen die, alle Gesetze, die die Bundesrepublik beschlossen hat, die haben wir nicht unterschrieben, die haben wir nicht gewollt, die fallen hin runter. Alle Kreditverpflichtungen, die die Bundesrepublik unterschrieben hat, die haben wir nicht gewollt, die fallen hin runter. So, und dann machen die mit der GEZ, mit dem Schengen-Abkommen, mit den ganzen Asylregelungen. Das Grundgesetz wird gelöscht, komplett rückabgewickelt. Ja, und dann wird die Kasse glattgestellt und dann wird dann durchgeguckt, welche notwendigen Verwaltungskosten hatte das Kaiserreich. Das weiß man inzwischen, es sind 150.000 Beamte. So, und da weiß man, was ein Beamter im Kaiserreich verdient hat. Das müsste man jetzt in unserer Zeit hochrechnen. Da gibt es sicherlich einen Umrechnungsfaktor. Also man tut dann eben einen Warenkorb zusammenstellen, was man zu kaiserlichen Zeiten für bestimmtes Geld gekriegt hat, was der Beamte gekriegt hat. Und was man heute für einen bestimmten Warenkorb kriegt, welchem Geld das dann entspricht. Und dann kann man sich das ausrechnen, welche Summe das ist. Ich schätze mal, so zu 2.500 Euro heute entsprechen, was damaliges Beamtengehalt ist. Also die haben nicht üppig gelebt, aber auch eine Wanne und eine Arm. Da kommt man so mit 2.500 Euro von normalen Verwaltungsangestellten hin. Das multipliziert man mit den 150.000 und dann kommt die jährliche Summe raus, die an Verwaltungsaufwand für dieses Reich entsteht. Und dazu kommt noch das Schreibpapier dazu. Vielleicht ein bisschen Fahrgeld, was auch immer, aber keine solchen Summen, die die Bundesrepublik veranschlagt hat. Das ist alles nicht erforderlich gewesen, weil der Kaiser hat ja Immobilien. Ne? Da hätten die 150.000 Beamte ja hinsetzen können, die hätten dort weiterarbeiten können, die hätten dort vorrichten müssen, vielleicht nur das Dach ab und zu mal neu machen müssen, aber die hätten die Gebäude ja nutzen können. Aber wenn man den Verwaltungsaufwand auf 16 Millionen aufbläht, ja, dann ist die Hälfte davon bestimmt Geheimdienst. Dann ist das keine notwendigen Verwaltungskosten, weil das hat der Kaiser nicht bestellt. Und das ist auch nicht abrechenbar. Und nun ist rausgekommen, dass wir eben nicht 2 Billionen Schulden haben, sondern 12 Billionen. Und da muss man sagen, das ist Insolvenzverschleppung. Und da gerät die Sicherheit des Landes außer Kontrolle.
So, und jetzt ist die Frage, wie verhält sich das zur Bundeswehr? Wartet sie ab, bis es knallt, oder tut sie vorneweg Maßnahmen ergreifen? Sie hätte ja die Möglichkeit zu sagen, ihr habt euch jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt, so geht es ja nicht weiter. Wir müssen jetzt erstmal Ordnung schaffen, wir nehmen jetzt das Gesetz vom Kaiser her, da wissen wir, dass wir nicht belangt werden dafür. Und euer Grundgesetz, das könnt ihr euch einrahmen lassen, es zählt die kaiserliche Verfassung von 1871, weil das ist unsere Rechtsgrundlage, auf der wir arbeiten. Die Bundeswehr darf natürlich nach kaiserlichem Recht Notstandsräte sein. Da muss ich bloß eine Gesetzgebung halten. Und das ist das, was ich den Kommandoren jetzt mitgeben möchte als Message des Tages. Ja, wenn ihr euch auf die Gesetzgebung des Kaisers und auf das Notstandsrecht von 1914 zurückzieht, dann braucht ihr bloß im Bundestag in der Bibliothek gehen, da ist es ja alles noch da. Und dann lässt ihr euch das durch, was ihr für Rechte und Pflichten habt, und dann macht ihr eine Verweserwahl und eine Verfassungswahl, und dann kann man einen ordentlichen Staat machen. Ja. Und da haben wir keinen Bürgerkrieg, da haben wir keine ISIS-Kämpfer, die hier durch München ziehen, sondern da haben wir Ruhe und da haben wir ein stabiles Land, da haben wir möglicherweise eine stabile Währung. Und wenn es Fragen gibt, könnt ihr jederzeit fragen. Wir haben einen YouTube-Kanal, könnt ihr Kommentare reinschreiben, könnt mich anschreiben, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, helfe ich euch gerne. Aber ich lasse nicht zu, dass ihr zuguckt, wie die Regierung dieses Land zerstört und in den Bürgerkrieg treibt. Dann schreibe ich die Botschaften in Berlin an und sage, die und die wissen ganz genau, was hier falsch läuft. Und die gestatten das und bringen dieses Land, die das destabilisieren, da haben wir ähnliche Verhältnisse wie in Libyen und in Syrien und Deutschland. Und das wollen wir nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Bundeswehrangehörigen ihre eigenen Soldaten verheizen wollen. Kann ich mir nicht vorstellen. So, also denkt darüber nach. Horthy ist groß. Habt genug Leute, fähige Leute, ich weiß das. Also setzt euch zusammen, macht einen Krisenplan und dann entscheidet die Geschichte. So ist es. Tschüss.